Grüßt euch und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier liegen Humphrey und Brenton. Ja, die wollten natürlich mich vermöbeln und mir den Schatz des alten Tempels hier entnehmen. Gucken wir nochmal zur Erinnerung kurz ins Logbuch. Humphrey und Brenton, ne, wollten ihrem Kumpel Branko übers Ohr hauen. Ja, und den Schatz aufteilen. Ja, sollte natürlich so schnell wie möglich Branko mitteilen, was geschehen ist. Das mache ich aber später. Weil, ich habe ja noch eine Quest offen, die ich jetzt wunderbar lösen kann auf dem Weg dahin. Und zwar, mal gucken, Bohals Tabak. Der Bettler Pedro aus Uga wird mich im Taschendiebstahl und Schlösserknacken unterweisen, wenn ich im Haus des Händlers Bahau von jeder der vier Tabaksorten des Händlers ihm je einen Beutel mitbringe. Ich habe ganz viele Bahau-Tabakbeutel und Pedro hatten wir ja damals auf die Tomatenplantage geschickt und dort werden wir mal Pedro einen Besuch abstatten und mal gucken. Wir befinden uns übrigens auch in einer Oase, also nee. Wir sind jetzt hier in der Spitze vom alten Tempel. Oh yeah, ich habe vergessen, eins zu erinnern. Ich überspringe das halt mal, bis wir in der Oase vom Pedro sind. Also hier die Plantage, wo Pedro seinen Dienst verrichtet. Hört sich an wie Lurker-Geräusche, aber ich würde mal sagen, das ist nur Surround, also ein bisschen Ambience. So, mal gucken, ob wir den Pedro auch antreffen. Oh, wo diese Tür ist ein bisschen... Ah nee, das ist die nächste. Die ist ein bisschen schwieriger zu nehmen. Da muss man sich ein bisschen besser positionieren und es klappt. Ehrlich. Sind hier eigentlich welche nachgewachsen? Ich glaube nicht, ne? Hätte ja sein können, dass hier noch welche nachgewachsen sind von den leckeren Tomaten. So. Gehen wir mal... in die Tür rein, durch. Ja, da gucken wir mal, ob Brenton da sich da aufhält, da drin. Brenton, der Pedro natürlich, da steht's doch. Hi, Pedro. Hier hast du deinen Tabak. Hier hast du deinen Tabak. Ausgezeichnet. Du bist ein hervorragender Dieb. Wirst du mir nun beibringen, was du kannst? Na klar, ich kann dich sowohl im Taschendiebstahl wie auch im Schlösserknacken unterrichten. Außerdem kann ich dir auch Dietriche verkaufen, wenn du mal welche brauchst. Tja, Pedro, dann mal, lass mal sehen, was du hier... Kannst du mir Dietriche verkaufen? Es wäre schwierig, seinen Tabak zu stehlen. Ja, okay, kann er ja. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Aber was noch? Ich denke schon, dass ich noch ein paar habe. Ach so, okay. Okay, ein bisschen Schinken hat er. Und hier hat er die... Tabake von Bahal. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Gucke ich mal ins Logbuch, was so alles erledigt ist und was neu dazugekommen ist. So, erfüllte Mission Bahals Tabak. Ich habe Pedro Bahals Tabak gegeben. Jetzt wird er mir beibringen, was er kann. Wahrscheinlich habe ich schon alle Fähigkeiten, die man so als Dieb und Schlösserknacke haben kann, weil da ist nichts zu sehen. Nee. Dann gucken wir mal weiter, was wir noch haben. Dann gucken wir noch mal unsere allgemeinen Infos. Da steht jetzt drin, Lehrer in Farrand. Da ist er. Pedro aus Uga kann mich Taschendiebstahl und Schlösserknacken unterweisen. Mich unterweisen. Ja gut, okay, dann haben wir das auch. Braucht's aber nicht mehr. Dann, dann können wir eigentlich gleich wieder runter uns nach Uga bewegen. Beziehungsweise hinballern. Ups, gespeichert deswegen. Hat dieser kleine Torwächter hier noch so einen Sprung gemacht. Ja, jetzt gucke ich mal, wo denn unser... Naja, der ist natürlich irgendwo hier um die Ecke. Unser Branko ist... Hier ist immer viel los, was das Meshing angeht, beziehungsweise das Aufarbeiten. Ja. Wer bist du? Du bist ein Elite-Assassine. Hier ist der Branko nicht. Der wird wahrscheinlich da vorne sein. So, speichere ich mal ab. Nochmal. Und das dürfte ja Branko sein. Ja, da ist er doch schon. Hey, Humphrey und Brenton wollten mich vorhin töten und mit dem Gold abhauen. Auch dich wollten sie betrügen. Diese verdammten Mistkerle, wo sind sie jetzt? Keine Sorge, die beiden sind tot.
Gut, dann brauchen wir uns wegen den beiden keine Sorgen mehr zu machen. Okay. Schatz teilen. Was ist mit dem Schatz? Ich habe ihn. Sehr gut. Gib mir die Hälfte und ich verrate dir, was du wissen willst. Das ist sehr viel. Immerhin hatte ich die ganzen Gefahren zu bewältigen. Genau. Ich gebe dir... Oh, jetzt darf ich auch noch. 1500, 400, 200 ist zu wenig. Versuchen wir es mal mit 400. 400. Du spinnst ja wohl. Mit so wenig lasse ich mich nicht abspeisen. Hey du. Okay, dann versuchen wir es mal mit 500. 500. Na aha. Schön. Das wäre zumindest das Gold, das ich sowieso bekommen hätte. Okay, hey, weiter. Was weißt du denn über die Schmuggelgeschäfte hier? Und jetzt rede. Was weißt du über die Schmuggelgeschäfte? Nicht viel, aber ich habe etwas Merkwürdiges beobachtet. Na, hoffentlich hat es sich jetzt bezahlt gemacht, dass ich dir das Gold gegeben habe. Was hast du also gesehen? Wenn ich so gegen 3 Uhr nachts nach Uga zurückgekehrt bin, habe ich öfters jemanden aus der Stadt schleichen sehen. Und die Wachen am Tor haben nichts davon gemerkt? Überhaupt nichts. Die Jungs schlafen nämlich meist um diese Zeit. Na toll. Wenn das Tores wüsste, würde er denen die Hammelbeine langziehen. Davon kannst du ausgehen. Da aber nachts ohnehin viele Assassinen Wache schieben, gönnen sich die Torwachen nun mal diese kleine Pause. Hast du auch gesehen, wer derjenige ist, der aus der Stadt schleicht und wohin er geht? Nee, hat mich auch nicht interessiert. Ich bin froh genug, dass mir keiner auf die Schliche kam. Naja, zumindest so lange, bis du kamst. Daher hat es mich auch nicht interessiert, was sonst hier nachts getrieben wird. Gut. Ich denke, das hilft mir weiter. Aha, jetzt haut Branko ab. Warum haust du denn jetzt ab? Warte mal. Was wirst du eigentlich jetzt machen? Keine Ahnung. Ich werde erstmal hier bleiben. Wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder nach Methana gehen. Die Orks brauchen Kerle wie mich. Na schön, Branko. Leb wohl. Du auch. Wenn du mal Lust hast, kannst du mich ja nochmal besuchen. So schnell werde ich die Gegend hier nicht verlassen. Okay, Branko. Ja, dann wird er wahrscheinlich wieder da hinten zu seinem Punkt kommen. An dieser Stelle natürlich herzlichen Dank wieder für eure Einträge, Kommentare und eure Daumen. Okay, da bleibt da stehen. Dann werde ich dann halt eben in der Geschichte mal eben kurz mal wieder eine Speicherung machen und im Log gucken, was jetzt hier ist. Moment mal, aktuelle erfüllte Missionen. Aha, Schatzjäger. Ist klar, haben wir ja erledigt, weil Schatzsuche ist beendet und Branko hat sich mit 500 Goldstücken zufrieden gegeben. Gefahr durch Schattenläufer. Ich habe Humphrey mitgeteilt, dass die Schattenläufer von der Höhle erledigt sind. Okay, das war alles unter erfüllte Missionen. Jetzt gehen wir zu aktuelle Missionen. So, Branko behauptet, er hat gesehen, wie sich nachts gegen 3 Uhr jemand aus dem Tor schleicht. Ich sollte diesen geheimnisvollen Schleicher mal verfolgen. Aber welches Tor? Ist es das Tor, wo ich jetzt stehe? Der tote Juwelenhändler ist noch nix. Gut. Dann, ist es denn jetzt das Tor oder das andere Tor? Das ist die große Frage. Nachts um 3 Uhr. Da ist Joachim. Vielleicht hat er ja irgendwie was gesehen. Hat er nicht. Ich speichere nicht ab, weil wir haben ja unsere Tagebucheinträge gesehen. Jetzt will ich mal wissen, was Bahal sagt, weil ich ja seinen Tabak geklaut habe. Alles nur gerichtet. Ich habe von Rosco gehört, dass du dich an meinem Eigentum vergriffen hast. Das sollst du büßen. Oh, und jetzt? Na warte, du elender Dieb. Okay. Er kommt mir hinterher. Hierher. Wachen hierher? Nö. Ich locke ne mal raus. War mir klar, dass sowas passieren wird. So. Alarm! Wie viel kommen denn noch? Ach du liebes bisschen. Versuch nie wieder mich zu bestehen. Ist das klar? Das heißt also, Bahal erstmal in Frieden lassen. Hey Gold. Ja, jetzt sind wir wieder an der Stelle und ich versuche mal mit einem Vergessensspruch. Nicht Joachim, sondern den Bahal. Kann ja sein, dass bevor er mich anspricht, dass er das vergisst. Mann. So, jetzt Bahal. Gucken.
Kann ja sein. Man weiß es nicht. Man muss alles ausprobiert haben. Ich habe von Rosco gehört, dass du leider meine Maige. Also wissen wir Bescheid. Den Baal, den dürfen wir nicht zu nahe treten. Ja, 3 Uhr nachts. 3 Uhr nachts und welches Tor? Mal gucken, ob Torres was sagen kann. Kann ich jetzt was von dir lernen? Naja, mal gucken. Kann ich jetzt etwas von dir lernen? Lehrer. Du hast eine Menge für uns getan. Na schön, ich könnte dich im Einhand- und Zweihandkampf ausbilden. Allerdings zahlst du mir dafür etwas Gold. Hatten wir das nicht schon? Ich brauche Training. Ich brauche... Was genau willst du trainieren? Einhand, Zweihand. 15 und 3, aha, für Einhandwerfen 5, das ist günstig, finde ich. Aber ich sollte ja meine Lernpunkte, die derzeit, Moment, auf 24 sind, oh, ich habe nicht mehr viel zu tun, nur noch 2480, so wie ich das sehe, ja. Aha, okay, braucht man nicht die Karte. Soll ich aufsparen, die Punkte? Waha heil. Ich mir altes Wissen oder wie war das jetzt nochmal? Was habe ich noch für einen netten Eintrag gekriegt? Ich sollte doch sparen für. Na sag schon. Müsste ich jetzt nachgucken. Boah, hier noch mehr. Noch mehr Lederbeutel. Oh, war ja, wenn ich da jetzt. Weiß es nicht. Ich schlafe erstmal bis nachts um 3. Ach, was war denn das jetzt nochmal? Bis zum nächsten, bis 3 Uhr nachts schlafen. Okay. Raus aus meinem Bett. Ja, raus. Okay. Wer bist du denn? Oh, du! Das war Baal. Das war ja Baal, war das. Da habe ich mal Glück gehabt, dass er mich nicht angesprochen hat. Das ist ja wieder Schicksal. So. Nachts um 3. Okay. Aus dem Tor. Gucken, ob es das Tor ist. Die liegen da und pennen jetzt plötzlich. Dann gucke ich mal. Speicher mal ab. Jetzt weiß ich es wieder, damit ich die alte Schrift lernen kann. Die alte Schrift der Erbauer. Ja, wie spät haben wir es bloß? 3.13 Uhr. Deiner schleicht sich durchs Tor raus. Aber wenn? Wer sollte das sein? Riesennatter? Also die kann sich nicht geschlichen haben. Hä? Wo ist die denn? Hä? Riesennatter? Ach, da! Okay. Die schläft wohl auch, oder was? Oder wie? Okay, Erfahrung 20. Da ist nichts zu holen. Also eine Riesennatter habe ich bis jetzt noch nicht hier. Doch, da ist wer! Gefunden. Geil, klasse. So, jetzt gucken wir mal, wer läuft denn hier lang. Gucken wir mal eben. Das ist Gero. Ach, Gero, ja, den hatten wir schon mal gesehen. Das ist der hier, der Schmiedgehilfe, ne? Ja, das ist er. Was willst du denn? Wo läufst du hin? Aber warten wir, nicht mal und nicht unterbrechen. Ich will wissen, wo Gero hinläuft. Gero, also. Okay, gucken wir nochmal. Der geheime Handel war das, ne? Ja. Genau. Oh, spannend. Peter Gero hier. Er wird natürlich ganz nach unten fetzen. Geht er, versucht er jetzt zu diesem Schatz. Zu den Schatzjägern, die jetzt nicht mehr sind, hinzulaufen. Zur Höhle. Oh, ho, ho. Ja, alles klar. Okay, Gero, was machst du denn hier? Aber jetzt erstmal abspeichern. So, Gero, was machst du denn hier? Sieh mal an. Sieh mal an. Was treibst du denn hier? Verdammt, nichts. Lass mich in Ruhe. Ich weiß Bescheid. Du machst Geschäfte mit den Wüstenräubern. Und hier in der Höhle triffst du dich mit ihnen.
Hey, das stimmt nicht, Mann. Ich mache mit niemandem Geschäfte. Ach, jetzt willst du noch alles abstreiten, was? Na, am besten gehen wir beide mal zu Torres. Vielleicht bist du bei ihm etwas gesprächiger. Zu Torres? Verdammt, ich... Ja, zu Torres. Komm. Nein, bitte nicht. Der steckt mich bestimmt zur Strafe in die Mine. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Na, na. Halt, Mann, warte. Ich will alles gestehen. Ich höre. Ich bin nur ein Bote. Turan steckt hinter dem Alm hier. Ach, und das soll ich dir jetzt glauben, was? Ich glaube dir kein Wort. Es ist aber so. Du musst mir glauben. Turan schickt mich ständig hierher, damit ich Alis Wüstenräubern die Waren aushändige und das Gold dafür in Empfang nehme. Das klingt zwar jetzt alles sehr schön, aber kannst du das auch beweisen? Ja, Turan unterzeichnet immer die Briefe für Ali mit seinem Namen. Würde das als Beweis genügen? Hm, er unterzeichnet die Briefe mit seinem Namen? Dann müsste er aber sehr blöd sein. Wenn jemand die Briefe findet, ist er doch aufgeschmissen. Man wird sie aber nicht finden. Turans Briefe verschließe ich stets in einer Truhe, die sich in der Höhle befindet. Das Schloss ist recht stabil und lässt sich nicht so leicht öffnen. Außerdem bleiben die Briefe nicht lange in der Truhe. Wenn Alis Wüstenräuber kommen, nehmen sie die Briefe direkt an sich und bringen sie zu Ali. Verstehe. Die Räuber besitzen also auch einen Schlüssel zur Truhe. Ja, so ist es. Na gut. Händige mir den Schlüssel aus und ich lasse dich laufen. Puh, danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Hier hast du den Schlüssel. Mit ihm kannst du sowohl die Tür zur Höhle wie auch die Truhe öffnen. Ich warne dich aber. In der Höhle befinden sich jetzt Alis Männer. Hä? Vielleicht solltest du besser warten. Wie viel sind es? 3. Kann ich jetzt gehen? Ja, und zwar schnell, bevor ich es mir noch anders überlege. Bin sofort weg. Du wirst aber doch nicht zu Turan sagen, dass ich ihn verraten habe. Nein, solange du ihm von mir nichts erzählst, werde auch ich Turan nichts sagen. Keine Sorge, ich werde schweigen wie ein Grab. Ja, dann zisch ab. Warte mal. Noch was? Okay. Also ich habe doch Alis Männer gekillt, oder? Habe ich irgendwie wieder Schmalz im Kopf? Ich höre hier Gespräche. Oh, oh. Gucken wir erstmal ins Logbuch, was da steht. Geheimer Handel. Jetzt weiß ich, wer nachts gegen 3 aus dem Tor schleicht. Gero, der Gehilfe von Turan. Er ist zu einer Höhle gegangen, die das Versteck der Schmuggler ist. Der Anführer der Schmuggler zu sein, das soll angeblich Turan sein. Die Beweise hierfür liegen in einer Truhe, die sich in der Höhle befindet. Wenn das stimmt, dann ist Turan ziemlich unvorsichtig. Gero hat mir den Schlüssel gegeben, mit dem man die Truhe öffnen kann. Allerdings sollen sich in der Höhle 3 von Alis Räubern aufhalten. Ich sollte also vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Ja, wie vorsichtig sollen wir denn sein? Und zwar so vorsichtig, dass ich erstmal eine Runde schlafe bis zum nächsten Morgen. Mal gucken, was hier passiert. Okay, da hinten läuft Gero noch weg. Dann kann ich ja meine Matte hier ausbreiten, aber erstmal speichern. So. So, Ziegenfell ausbreiten. Zurechtrücken. Hinlegen. Ausruhen. Nein, nicht Nickerchen machen. Oder? Sind da noch welche? Und wie spät haben wir es? 6.09 Uhr. Doch, man erzählt sich da noch einiges, höre ich gerade. Okay. Dann werde ich mal ganz früh aufstehen. Nee, das ist doch jetzt schon ganz früh. Das ist eigentlich Quatsch. Dann werden wir mal 4 Stunden schlafen. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn ich da die Tür aufmache und ich werde da gleich überrascht, dann ist das Mist. Was liegt denn da? Blauflieder. Okay, ich höre auch noch Fleischschwanzen, höre ich da noch. So. Genau, hier sind jede Menge Fleischschwanzen. Und wer ist noch alles hier? Ach nee, das ist gar nicht die Höhle. Das ist nicht die Höhle.
von den ehemaligen Schatzräubern. Naja, machen wir mal hier die Fleischwanzen alle. Es gibt auch ein paar Pilzle. Ah, was haben wir denn noch? So, Dunkelpilz. Buddlerfleisch, jede Menge sogar. Oh, und was gibt's hier noch? Oder ist das nur... Oh, Gletscherquarz. Gletscherquarz. Da gibt immer Fleischwanzenfleisch. So, ich loote mal im Schnellverfahren. Ei, hier ist ja noch eine Tür. Noch eine Tür, mhm. Dann machen wir die auch mal ganz... Schon wieder ein Assassine. Ach du Scheiße, Alis Vertrauter. Nicht reinlaufen. Schon wieder ein Assassine. Oh. Laufe ich da rein? Gibt's noch wer? Oh. Ich blute ein bisschen. Okay, hier kann man sich ein bisschen verstecken. Bisschen hier das Ganze mal im Auge behalten. Ja, ich hatte noch festgestellt, dass ich mein Seelenruf-Amulett noch umhatte, das man für Skelron brauchte und für Tartaron. Oh, weia. Geht schon wieder los. Jetzt haben sie mich schon durch die Wand entdeckt mit ihren Röntgenaugen. Und an der Stelle auch nochmal danke für die... Ach, guck mal, die Tür ist wieder zu. Ich habe neu laden müssen. Tja, was mache ich denn jetzt? Okay, die haben jetzt alle ihre Waffen gezogen. Ich mache mal eben schnell das hier. Ah, jetzt holen sie wieder ihre... Jetzt wissen die nicht, da hinten links ist einer. Sind das denn viele auf einen Punkt? Das wäre natürlich schön. Okay, den kann ich nicht. Ah, gehen wir mal um die Ecke gucken. Das ist ein Nomade. Da sind wir ein Nomade. Vielleicht zwei Stück. Naja, gegen die habe ich das. Das sind Dreie. Ach du liebes Bisschen, weiß ich Bescheid. Ja, dann versuche ich mal mit dem großen Feuersturm was zu reißen. Shit. Okay, da sind sie. Du sollst die Tür nicht wieder zumachen. Okay. Wunderbar. Gehen wir erstmal ein bisschen aus der Schusslinie. Ah, okay. Die warten natürlich. So, dann mache ich wieder einen Trick. Speichere ich mal ab. So, neu eingeladen und die Tür ist wieder zu. So, ein Moorloch aber auch jetzt. Na, ich riskiere es nochmal. Jetzt sind die alle hinter der Tür. Hm. Ho, ho, ho. Wieso dürfen die denn durch die Tür schlagen und ich nicht? Hä? Guck mal, drei Säbeln. Säbeln mir entgegen. Und ich darf nicht durch die Tür hauen oder was? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hm, überlegen. Okay. Was ich machen kann, ist halt eben... um zu gucken, ob die auch nachts irgendwie da sind. Oder sich auch mal schlafen legen. Ich weiß es nicht. Wann man die am besten überraschen kann. Okay, ausruhen. Nickerchen machen. 4 Stunden schlafen. Also ich werde dann so lange schlafen, bis ich so um Mitternacht da sein werde. Das werde ich dann an der Stelle mal überspringen. So, jetzt habe ich noch ein Nickerchen gemacht. Es ist 1.08 Uhr. Jetzt bin ich mal gespannt. Band. Aha. Diesmal höre ich nichts. Okay. Mach die Tür bitte auf. Ach doch. Ich höre noch was. Aber wieso? Ja, jetzt geht die Tür auf. Jetzt habe ich natürlich die gleiche Situation wie eben auch. Das heißt also, hier wird die Tür auch verschlossen sein. Ha, 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 ha. So, ich habe mich mal mit einer... Schon wieder ein Assassine. Mit einem Eisblock bewaffnet.
Was denn jetzt hier? Okay. Tut mir leid, man sieht nicht viel. Okay, der ist schon mal weg, der Wüstenräuber. Sehr gut. Oha. Oha. Okay, dann speichere ich nochmal. Oder noch nicht. Ja, das hat wohl nicht funktioniert eben. Super, klasse. Schon wieder durch die Tür durch. Ich kann die Tür nicht öffnen. Jetzt habe ich die... Okay, die Tür habe ich wieder geöffnet. Okay. Der ist auch eingefroren. Du sollst die Waffe ziehen. Alis Vertraute. Mhm. Okay, der ist schon mal weg. Da ist... Was? Shit! Da um Ecke war einer. Ah! Sind die gemein? So, ich konnte eben noch schnell was trinken. Jetzt, der steht an der Spalier, der Sack. Hm, speichere ich mal ab. Ja, und dann riskiere ich es mal, indem ich einfach mal ein paar Haken schlage und, genau, um die Ecke komme. Jawoll, geschafft, Dinger. Nomadenschmerd, Wüstenräuber. Perfekt, hat er auch alte Münzen? Ne, Goldbrocken sind das immer. Die verwechsel ich immer mit alten Münzen. Was habe ich denn hier noch? Hab ich ihn? Ja, Alis Vertrauter. Irgendwas Wichtiges? Nein. Oh, shit, da war ein Schlüssel. Wahrscheinlich von der Truhe. Jetzt war ich wieder zu schnell. Muss ich im Schnitt gucken, was das ist. Ich kann es leider nicht berichten. Okay, jetzt sind wir hier drinne. Und gucken wir mal. Dunkelpilz. So. Oh, Wein. Wasserfass. Was haben wir denn noch? Van. Noch ein Apfeltabak. Das ist doch gut. Ein bisschen Wasch. Wasch ist mir Wasch. Stopp. Was haben wir hier? Tomate. Die hat wohl hier aus der Kiste raus. Gequollen ist die da wohl. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Dunkelpilze und dann machen wir uns an die Truhe. Aha. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die jetzt so schnell hinkriege, die Wüstenräubertiers. Waren das noch Säcke mit, ja, mit Körnern. Ein Sack mit Vogelfutter. Okay, los, jetzt aber. Was ist hier? Das ist Schatten. Okay, die Truhe müsste dann sozusagen sich öffnen lassen. Ach hier, 200 Gold und nächste Lieferung von Turan. Ja, sehr schön. Gucken wir uns mal an. So, da ist er. Was steht drinne? Für die letzte Lieferung haben mir deine Leute zu wenig Gold gegeben. Du schuldest mir daher noch 200 Goldstücke. Wenn du nicht bald bezahlst, werde ich nicht mehr an dich liefern. Die Sache wird mir sowieso schon zu heiß. Turan. Dann wissen wir auch da Bescheid. Also, geheimer Handel. Ich habe den Brief der Schmuggler gefunden. Dieser beweist, dass Turan an die Wüstenräuber heimlich Waren verkauft. Das wird Torres interessieren. Ja, soll es ihn interessieren? Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwie schlafen? Noch nicht. Dann, okay. Dann werden wir... Ach, wir flüchten einfach mal raus hier. Und fetzen gleich zu Uga. So. Unsichtbarer Torwächter, kommt vor. Renderermäßig. Jetzt bin ich mal gespannt. Turan war doch... Nee, stopp, wir machen es anders. Turan war doch... Turan, war das nicht auch ein Schmied? So, Bett. Verdammt! Was ist los? Oh. Jep, ausgeruht. Und jetzt muss ich aufpassen.
dass ich dem Bahal nicht irgendwie über den Weg laufe. Wo lang jetzt? Ja, ja, durch den einen kleinen... Durchs eine Klaue. Wer ist das denn? Nee. Wer bist du? Nee, du bist Sklave. Da ist Bahal. Das könnte Bahal sein. Richtig, mal gucken. Ja, das ist Bahal. Ja, ja, ich hab doch schon meine Waffe weggelegt. So, mach mal einen großen Bogen um Bahal. Nicht, dass er mir irgendwie was sagt. So, Torres, mal gucken. Bist du da? Er ist da. Ich speichere mal ab. Sprechen Torres an. Ich weiß jetzt, wer für den Schmuggel hier verantwortlich ist. Ich weiß jetzt, wer für den Schmuggel hier verantwortlich ist. Tatsächlich? Da bin ich aber gespannt. Wer ist es? Du wirst es nicht glauben. Turan. Was? Turan hat die Waren an die Wüstenräuber geschmuggelt? Hast du dafür einen Beweis? Ja, diesen Brief. Es stimmt. Turan ist der Anführer der Schmuggler. Was wirst du jetzt tun? Turan ist ein guter Schmied. Ja. Daher werde ich ihn nicht töten oder ins Gefängnis werfen lassen. Das habe ich mir gedacht. Er soll aber zur Strafe so viel Gold zahlen, dass er vom Schmuggel die Nase voll hat. Für deine Mühen hast du dir eine Belohnung verdient. Hier hast du 200 Goldstücke. Auch gut. Dann haben wir ja sozusagen unter erfüllte Missionen geheimer Handel. Torres den Brief gegeben, beweist, jupp. Der Rest geht mich nichts mehr an. Okay, steht da noch. Ich bedanke mich für diese Folge, dass ihr die angeguckt habt. Ihr könnt ja mal wieder einen Daumen und einen Kommentar schreiben. Herzliche Grüße, euer David. Tschüss.